Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar kommt diese vom lieben Burnt Brothers YouTube. Er fragt, Hashtag AskDoggy, wie würdest du reagieren, wenn dich ein Fan küsst? Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Doggy. Ich werde heute eure Twitter-Fragen beantworten, die ihr mir auf Twitter gestellt habt. Wie gesagt, unter dem Hashtag Ask Doggy auf Twitter werde ich immer wieder ein paar Fragen beantworten in diesen Videos hier. Nicht wundern, warum der Hintergrund jetzt so ein bisschen provisorisch ist. Ich möchte für die Facecam nicht immer diesen kompletten Wohnzimmer-Hintergrund haben. Deswegen bin ich derzeit dabei, so ein kleines Set hier unten einzurichten. Das sieht jetzt noch ein bisschen scheiße aus, weil ich hier einfach nur eine Decke aufgehangen habe. Aber ich dachte mal, für das Video hier probiere ich das einfach mal aus. Das mit dem Licht passt auch noch nicht so ganz. Wenn die Softboxen da sind, wird das alles viel, viel besser und professioneller. Aber jetzt kommen wir erstmal zur ersten Frage. Und zwar fragt der liebe Niklas. @BumsDoggy, Hashtag AskDoggy. Denkst du, dass es YouTube bald nicht mehr geben wird und zum Beispiel mein Video größer wird? Und was würdest du dann machen? Ich glaube, dass YouTube erst richtig in Phase gekommen ist. Und zwar kann man immer vergleichen, YouTube früher war besser, YouTube heute ist scheiße. Aber irgendwie kann man ja dann genauso sagen, die Kindheit früher war besser und die Kindheit, die heutzutage ist, ist scheiße. Das ist, glaube ich, immer eine Meinungssache. Und ich denke, dass es alles einfach Laufe der Entwicklung ist und man sich einfach selber so ein bisschen darauf einlassen muss, dass etwas Neues da ist. Und ich denke nicht, dass YouTube jetzt so schnell den Bach untergeht, weil YouTube sehr, sehr erfolgreich ist. Aber sollte das irgendwann mal passieren und dann zum Beispiel mein Video populärer wird, natürlich versucht man dann auf einer anderen Plattform das Glück, beziehungsweise sein Glück. Und es ist ja auch so, dass dann wahrscheinlich alle YouTuber auf eine Plattform umziehen werden und diese dann genauso populär gemacht wird. Aber ich denke mal, dass das nicht so schnell der Fall sein wird. So, und die nächste Frage kommt vom lieben Leo Crafter, Hashtag AskDoggy, wohin willst du mal reisen und warum? Ich möchte unbedingt mal nach Amerika, diese Reise, die werde ich auch im nächsten Jahr im Februar bestreiten, weil ich dann 18 werde. Und das Ganze wird dann ziemlich, ziemlich cool werden. Ich hoffe einfach mal, dass das dann so ein bisschen das erfüllt, was ich eigentlich die ganze Zeit machen möchte, und zwar weg, einfach Neues entdecken, einfach frei sein. Und ich glaube, das kann man ganz gut machen bei so einer großen Reise, und ich freue mich einfach schon ultra drauf. Das Ganze werde ich mit meinem Bruder gemeinsam machen, das heißt, ich werde nicht alleine sein, und da freue ich mich schon sehr drauf. Dann kommt die nächste Frage von der lieben Yassi, und sie fragt, Hashtag AskDoggy, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist, ist ein bisschen schwer zu erklären. Eigentlich ist sie türkis, so ein bisschen dunkleres Türkis, aber manchmal finde ich auch grün geil. Also, aber eher tendiere ich zu Türkis, ja. Dann kommt die nächste Frage vom lieben Azog.org. Er fragt, was sind deine Lieblingsfilme? Hashtag AskDoggy. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge beantwortet. Und zwar sind meine Lieblingsfilme auf jeden Fall Die Bestimmung, Die Tribute von Panem, Hobbit und die, natürlich die Star Wars Teile. Ich finde, das hat alles irgendwie so ein bisschen Nostalgie gefühlt, und das ist alles, das hat, da ist eine Story dahinter, das ist nicht so ein Trash-Film, obwohl ich sagen muss, dass ich auch teilweise Trash-Filme gucke. Einfach nur, weil diese manchmal so billig produziert sind, dass man einfach lachen muss, weil es so viel Kack auf einmal ist. Und manchmal ist ganz viel Kack auf einmal sehr, sehr lustig und unterhält mich echt gut. Das kann man ganz gut vergleichen mit den ganzen Reality-Shows, die im Fernsehen laufen. Sind eigentlich alle nicht billig produziert, aber sehr, sehr fremdschämend meistens, aber ich finde es teilweise echt unterhaltend und sehr, sehr lustig. Dann kommt die nächste Frage vom lieben Geiluseele. Er fragt, Hashtag AskDoggy, machst du YouTube für immer hauptberuflich? @BumsDoggy. Ich kann von YouTube nicht leben und ich mache das auch nicht hauptberuflich. Ich mache das zu meinem Hobby. Das, was man verdient, ist ein kleines, 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 kleines Taschengeld. Da kann man sich nicht sonderlich viel von kaufen. Und ich mache das einfach schon mittlerweile seit über 1,5 Jahren, einfach nur, weil es mir Spaß macht und nicht, weil es mir um irgendein Geld geht. Und das ist auch, wo ich sage, dass da ganz, ganz viele Leute dran scheitern. Das ist auch das Problem von ganz vielen Leuten, weil sie einfach denken, so, jetzt kommt das Geld hier reingeflossen. Es ist aber einfach so, dass das Geld nicht von alleine kommt, sondern du musst was dafür tun. Und YouTube ist einfach mal nicht so einfach, wie es aussieht. Die ganzen Videos zu schneiden, zu produzieren, den Zeitaufwand, den man sich hier nimmt. Ich sitze teilweise schon 8 Stunden am Tag hier und mache was für YouTube, und das wäre wie ein normaler Arbeitstag. Natürlich gibt es Arbeiten, die am Bau zum Beispiel schwerer sind. Da ist das mit YouTube, kann man ja nicht vergleichen. Aber trotzdem ist das auch eine Arbeit. Und es gibt halt verschiedene Aufgabenbereiche. Der eine ist entspannter, der andere eher nicht so. Aber bei jedem Job hat man was zu erledigen, was auch anstrengend ist.
fragt der liebe Pingu Psy oder die liebe Pingu Psy, Hashtag AskDoggy, wirst du mal ein Skinpack bringen? Ja, auf jeden Fall. Ich suche da noch einen Designer, der mir helfen kann, meine Skins so ein bisschen aufzufrischen, um ein Skinpack rauszubringen. Das möchte ich unbedingt machen, vor allem, weil ich auch noch gar kein 20.000 Abonnenten-Special gemacht habe, geschweige denn 10.000 Abonnenten-Special. Vorschläge von euch sind gerne in den Kommentaren gesehen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar kommt diese vom lieben Burnt Brothers YouTube. Er fragt, Hashtag AskDoggy, wie würdest du reagieren, wenn dich ein Fan küsst? Ich glaube, dass das jetzt nicht so toll wäre, weil ich dann doch lieber diese körperliche Distanz aufbauen möchte. Natürlich kann man jemanden umarmen und so weiter, aber ohne Erlaubnis bzw. ohne zu fragen, einfach so einen Kuss geben, ist ein bisschen zu hoch. Außerdem muss ich sagen, habe ich nie so diese Fanbegegnungen, weil ich ja eigentlich im Vergleich noch recht klein bin auf YouTube. Ich habe zwar manchmal die Situation, dass mich Leute wo erkennen, mich aber nicht ansprechen und mir dann im Nachhinein auf YouTube schreiben, ey, ich habe dich da und da gesehen. Das passiert öfters mal. Aber ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's von der Folge. Wenn ihr auch ins Video kommen wollt, dann einfach Hashtag AskDoggy auf Twitter und dann könnt ihr ins nächste Video kommen. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao.